Ja, man muss jetzt kommen wir klar. Wir spielen heute mal ein etwas neues Spiel, und zwar The Darkness Tales Intro to Nightmare. The Darkness Tales ist ein Free-to-Play-Spiel, was es auf Steam kostenlos gibt. Ich werde natürlich wieder alle Informationen in die Infobox packen. The Darkness Tales ist ein Spiel, ein Jump-and-Run-Spiel mit Abenteuerelementen, Gruselelementen und Horrorelementen. Und zwar, wenn wir einen kleinen Teddy oder einen kleinen Bär spielen, der von Alice im Wunderland ist. Alice ist erwachsen geworden und ist verschwunden. Wir wollen natürlich Alice retten und werden jetzt in eine entsprechende Traumwelt einsteigen, wo Geschichten, Kindermärchen lebendig werden. Wir starten einfach mal rein und schauen uns erstmal ein Intro an. Let's go, würde ich sagen. Once upon a time, in a little room immersed in the stillness of the night, a little light was flickering, seemingly unable to rest. For many years, she had protected her mistress's sleep through the darkest nights. But now, something was troubling her deeply. The little light gathered her magical energy and began to flutter around the room. She needed to clear her mind. She paused to look at a picture of her keeper, Alicia, with the thoughtful but determined air of someone who knows it's time to act. The girl with the sweet and ready smile was in a dark place, but the little light had a plan. All she needed was a willing helper, and she knew exactly where to find the perfect candidate. Nauseating sound reminds me of someone. Charming as ever. Rest assured, I would leave you in peace if Alicia weren't sick. Sounds serious. Let me know how it plays out. Enough of your wisecracks! There's no time to waste. She's been taken by dream demons. What do I know about dealing with demons and sick girls? But Alicia... Not interested. I always said you were just a stupid egotist. And she kept on believing you were a hero. Listen to me, you luminous little bug. I have no idea what you're talking about. Dream demons? You've got to be kidding. That little girl shut me away in here without batting an eyelid. If something really did manage to get in her dreams, I'm sure she can deal with it. Ooh, now I understand. She hurt your pride, did she? How long have you been stuck in this box? Months? Years? And now, you're refusing to help her because she abandoned you. Why wouldn't she want to play with this stupid, filthy old bear anymore? Well, let me spell it out for you. You're pathetic, cowardly, despicable. Darnation, enough with the sermon already. Just tell me what's going on, and then turn yourself off. Aw, poor unfeeling bear. Alicia, our mistress, has fallen into a deep sleep. I know it sounds awfully strange, but demons are devouring her subconscious. Sounds like hogwash to me. But even if it were true, what could the two of us do about it? Trust me, you are the last toy I want to ask for help. Cut to the chase, parasite! Okay, okay, why are you in such a rush all of a sudden? As I was saying, I can use my magic to lead someone into Alicia's dream world. You protected her from monsters in her sleep for years. Ah, so you finally admit that Alicia preferred me to a stupid luminous bug when she went to sleep. I wouldn't brag too much if I were you. I'm just saying that even though you're just a dusty, decrepit old bear now, once you're in there, no one will be able to stand up to you. So what's the plan? Destroy everything in my path? More or less. Okay, then I'll come with you to stretch my paws in the world of dreams. Stretch your paws? Maybe I didn't explain. You've already explained plenty, Parasite. I don't want to be anyone's hero. But you and these demons are really starting to get under my fur. Believe me, you have no idea how frustrated a stuffed animal can get.
shut away in a box for so long. Let's go, Bear! Da sind wir auch wieder. Wir haben kurz das Intro angeguckt gehabt, haben auch mitgekriegt gehabt, dass Alice ja verschwunden ist und Come auch on, entsprechend ja in der Traumwelt irgendwie Monster sind. Wir kriegen natürlich hier eine klar eine Infos, was wir für Tasten drücken müssen. Let's und go, Bear! Ja, ist gut, Fee. Wir sind doch schon da. Dass wir entsprechend hier Move machen müssen. Ah, komm wieder hoch. Ah, wir müssen doch da runterspringen irgendwie. Aber erstmal müssen wir da hoch. Na, können wir da hochspringen irgendwie? Na, nee. Kommen wir auf den Schreibtisch, da vielleicht irgendwie rauf. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Gut, müssen wir S und Space drücken, um runterzuspringen. Und einmal darüber springen. Hopp, haben wir geschafft. Wunderbar. Let's go. Vieh, leite uns hier. Wo ist das Abenteuer? Wir wollen ja Alice retten. Gut, wir sind in der Traumwelt. Aufgepasst. Gut. Wir müssen mal schauen, was wir für Abenteuer bestreiten müssen. Wir sind ja unser kleiner Bär hier. Unsere kleine Fee ist immer bei uns. Sie gibt uns immer natürlich kleine Tipps einfach. Ich finde die Stimme von der Fee einfach ziemlich nice. Die hat was. Und auch der Bär, der ist ein bisschen angefressen, sag ich mal, weil er so lange in der Kiste war. Aber trotzdem sind wir ein Held. Rotkäppchen hier. What a strange smell. And who might you be? You don't smell like a filthy wolf. Are you lost by any chance? I guess so. But if you would be so kind as to show me the path, I'll be on my way. A serious air of judgment, my dear. Didn't your mother warn you about getting lost? It's too late now. The forest is infested with abominable wolves who can't wait to tear you to shreds. And they've already caught your scent. So, am I done for? There might be a way to save your fur. If you can get to my grandma's house quickly. If you'd let me get up, I'd already be on my way. Try not to lose your way this time. Okay, was war das? Rotkäppchen? Scheint ja wohl ein bisschen we aren't here to run away. We're here to fight, anders right? zu sein, ne? To run away. We have to find a weapon. You won't last long without one. Gut, wir müssen uns eine Waffe jetzt besorgen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, Rotkäppchen ist ein bisschen böse geworden. Wie gesagt, die Geschichten und auch die Kindergeschichten sind hier ein bisschen anders. Sind ja entsprechend im Traum von Alice. Was haben wir hier? Ein Teleporterspiegel. Okay. Ja, wir können mal W drücken. Aus. Okay. Ach, dann gibt es mehrere Teleporter-Spiele. Wunderbar. Gut, können wir uns wahrscheinlich hin und her teleportieren. Super. Okay. Ja, laufen wir einfach weiter. Oh, können wir da runter? Okay. Okay. Super, super. Einmal rüberspringen. Oh, ouch. Oh, das war nicht gut. Haben wir uns verletzt hier. Aber da schaffen wir es. Und das schaffen wir auch. Perfekt. So, wo können wir uns eine Waffe besorgen? Wir schauen mal. Erstmal müssen wir hier mal gucken, wo wir längs müssen. Okay, wir kommen jetzt in den Wald. Wir müssen aufpassen auch. Oh, was kommt da angelaufen? Ein Wolf. Ein Wolf. Wolf, hau ab! Böser Wolf. Okay, hat ja unser Rotkäppchen ja auch gewarnt, dass da Wölfe sind. Was ist das hier für ein Stachel? Hier? Okay. Jetzt springen wir einfach rüber. Zack. Okay. Ah, wir haben einen Checkpoint. Wunderbar.
Das ist doch super. So. Können wir da irgendwie rüberspringen? Autsch, 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 autsch. Aua. Teddy. Wait, Bear, your seams won't last long. But don't worry, stay still for a few moments. I'll use my magic to mend you. Can you at least try to be a bit more careful? Bear with me, Bear, and stop moaning. There you are, good as new. I have to admit, you did a surprisingly good job. I know, pretty impressive, right? The only impressive thing around here is your ego. Ah, super. Wir haben eine neue Funktion freigeschaltet. Mit H können wir unsere Wunden heilen. Das ist auch super. Das können wir da gleich mal ausprobieren. Oben haben wir entsprechend auch unsere Lebensanzeige. Auch die kleine Fee ist ja gar nicht so böse. Sie ist, hilft ja uns ja ganz gut dazu. Das finde ich super. Der Bär ist ein bisschen, ja, sehr angefressen einfach. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Ich denke mal, der Bär ist trotzdem ein Held einfach. Oh, da. Oh, oh, da haben wir schon wieder ein Wolf. Ah, okay. Ist der Wolf weg? Das war ja ein Federwolf. Gut, wo müssen wir jetzt längst? Da oder da? Aber wir gucken mal da. Können wir da rüber springen? Achso, das wäre hier so eine Dings. Kommen wir da über hoch? Ah, ja, kommen wir. Achso, das wäre die Ecke gewesen. Okay. Laufen wir einfach rechts weiter. Hups. Und da schaffen wir auch rüber. Perfekt. Haben wir auch geschafft. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Eine Schere. Das ist unsere Waffe. Finally, the weapon we were looking for. Quake and Fear Wolves. A rusty pair of scissors. Don't you recognize them? They are the scissors Alicia wasn't allowed to play with as a child. You won't find a better weapon in this world. All they need is a little magic. Oh, wow. The scissors have gotten rid of that pesky bug. Maybe they really are as powerful as she said. Charming as always, but do try to be more careful. I fused my magic with theirs to awaken their true power. You can do it. Come and get them. Splendid. Now we're talking. Let's find out what these monsters are made of. Super. Hey, Doppelschwert haben wir gefunden. Ja, perfekt. Können wir doch gleich einsetzen, oder? Ja, wunderbar. Jetzt können wir auch ein paar Wölfe erledigen hier. Das erinnert mich ein bisschen an Merlin oder ein bisschen so an King Arthur. Und das Arthur-Schwert hier. Excalibur einfach. Ist ja auch ein Märchen. Gehört ja auch dazu. Als Kindheit. Ja, Geschichte, sag ich mal. Oh, hier haben wir auch wieder ein Tor. Haben wahrscheinlich wieder so einen Checkpoint bekommen. Zack. Okay. Oh, oh. Okay, komm her, Wolf. Wir haben jetzt Schwerter. Zack. Da. Listen to me, Bear. Now that I am one with your weapon, I will absorb the energy of every monster you kill. Don't spare a single one. I would have killed them all anyway. I'm not taking orders from a petulant pair of scissors. Just concentrate on the task at hand. By absorbing their powers, we will become stronger and stronger. It's the only way we can save Alicia. Ah, okay. Wir müssen für die Fee entsprechend die Monster töten, dass sie entsprechend Energie kriegt. Dann kann sie wahrscheinlich uns dann auch entsprechend helfen. Wir können ja auch uns heilen. Wir haben ja mitgekriegt gehabt, dass wir uns mit Haar heilen können. Okay, was haben wir hier? Wait, wait. Okay, wir gehen mal nach oben. Mal gucken. Dann können wir da hochspringen? Ah, mit Anlauf vielleicht. Oh. Komm her. Okay. Oh, oh. None of our attacks seem to work. Okay, hat keine Auswirkung. Okay, dann gehen wir mal andere Seite. Müssen wir wahrscheinlich unten links laufen. Hier. Oh, was ist das? Zack! Und einmal getroffen. Ach, komm her, du. Fledermaus, du. Zack! Ups. Und da haben wir wieder Essenz gekriegt. Ja.
Energie gekriegt für unsere Vieh. Super. Hops. Hops. Ah, dann müssen wir wahrscheinlich das hier kaputt machen. Wunderbar. Just once, could you make yourself useful without bragging about it? With the energy we have absorbed, I can enhance our skills. I hope these skills you're so proud of are worth the time I have to spend putting up with you. Oh, bear of little faith. Ja, ob wir da... Oh, was haben wir denn hier? Wir können ja ein... Ah, hier gibt es einen Skillbaum. Hier können wir entsprechend sogar Punkte skillen. Das ist doch sehr interessant. Müssten wir uns mal... Genau, mal gucken, wir gehen einfach mal ein paar zurück. Schauen einfach mal weiter, wo der Weg hier weitergeht. Ja. Haben wir jetzt das Monster ja besiegt hier? Wo war denn der Weg hier? Da war der Weg. Hops. Gehen wir schnell hoch. Können wir noch hochspringen? Und hopp. Und hopp. So ein kleiner Bär. Du bist doch unser Held. Ah, da haben wir wieder so ein. Stacheltier. Okay. Hops. Und hier haben wir wieder einen Checkpoint gefunden. Ja, wunderbar. So, liebe Freunde, das sollte erstmal ein kleiner Einblick sein in The Darkness Tales Intrusive Nightmare. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch ein Video einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Aktive Glocke sind immer bei was. Würde mich mega freuen, mich mega unterstützen. Wie immer mega freuen, wenn ihr das nächste Mal bei ihr seid, wenn das heißt Darkness Tales. Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, was du unterwegs, aber los jetzt.